Normalerweise hängt der Erfolg am Flipperautomaten unmittelbar mit dem geschickten Einsatz der Hände zusammen. Forscher der Technischen Universität in Berlin zeigen, dass es auch anders geht. Ein Proband steuert nur durch die Kraft seiner Gedanken die kleine Metallkugel. Wir messen mit der EEG-Kappe elektromagnetische Felder, die beim Denken entstehen. Wir benutzen hier zwei Signale, nämlich die Vorstellung der rechten Hand und der Vorstellung der linken Hand. Wenn ich mir die rechte Hand jetzt vorstelle zu bewegen, ich bewege sie nicht, dann wird auf meinem Motorkortex linkshemisphärisch, also genau hier, erhöhte Aktivität sein. Den direkten Dialog zwischen Mensch und Maschine, auch Brain-Computer-Interface, kurz BCI genannt, gibt es schon seit einigen Jahren. Das Berliner Experiment ist einzigartig. Das System reagiert fast direkt auf die Gedanken des Benutzers. Ich würde sagen, das kann man schon als Durchbruch bezeichnen, weil wir, sagen wir mal, das schnellste System weltweit im Moment haben. Erstmal ist es ja nicht so, dass Patienten jetzt flippern würden oder so, sondern das ist ja eigentlich nur eine Demonstration, wie schnell man eigentlich Informationen übertragen kann. Darum geht es eigentlich. Vor allem Patienten mit Querschnittslähmung oder Muskelschwund soll damit das Leben erleichtert werden. Wichtig ist es, dass wir den Patienten eine Art, eine neue Stufe der Selbstständigkeit wiedergeben können mit solchen BCI-Systemen, die sie aufgrund ihrer Lähmung nicht mehr haben. Sie müssen sich vorstellen, dass diese Patienten 24 Stunden rund um die Uhr von Pflegepersonal betreut werden und eigentlich auch keine Privatsphäre haben. Und je mehr Selbstständigkeit man den Patienten geben kann, indem man ihnen eine Steuerungsmöglichkeit von zum Beispiel einem Computer oder ihren Geräten gibt, desto besser. Bis das System im Alltag eingesetzt werden kann, wird es aber noch mehrere Jahre dauern.